Wir haben September 2015 und für Videospiele auf der ganzen Welt gibt es derzeit nur ein Thema: Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Alle spielen es, alle reden drüber, fast alle lieben es. Ein Phänomen dieser Größenordnung gibt es nur alle paar Jahre mal, so ein bisschen als würde Tarantino einen neuen Film rausbringen. Und auch ich konnte mich dem Hype nicht länger entziehen und habe die Mission angenommen. Das größte und mutmaßlich letzte Metal Gear spielen und rausfinden, weshalb alle gerade durchdrehen. Seht dieses Video nicht als einen Test, sondern eher wie einen persönlichen Erfahrungsbericht eines Metal Gear Noobs. Ja, eines Noobs, denn hier ist das Problem. Der letzte Metal Gear Teil, den ich gespielt habe, war das gute alte Metal Gear Solid für die gute alte PlayStation 1. 1998 war das. Danach bin ich ausgestiegen. Okay, Revengeance habe ich noch gezockt, aber das zählt ja nicht als richtiges Metal Gear. Und weil ich weiß, dass die Metal Gear Saga eine völlig versponnene, hochkomplexe Story hat, gegen die Krieg und Frieden aussieht wie eine lockere Kurzgeschichte für zwischendurch, habe ich mich sogar vorbereitet. Ein bisschen. Nochmal schnell den Prolog Ground Zeroes durchgeballert, mir ein paar YouTube-Videos mit Zusammenfassung der bisherigen Geschehnisse angeguckt, dann Kopfschmerzen bekommen und einfach angefangen. Ich dachte mir, entweder es gefällt mir oder es gefällt mir eben nicht. Aus Zeitgründen habe ich bislang nur einen Bruchteil geschafft. Es kann also sein, dass ich in ein paar Tagen meine Meinung völlig revidieren muss. Aber ich fühle mich jetzt informiert genug, dass ich eine Meinung zu Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain habe, ob ich jetzt Noob bin oder nicht. Und ihr platzt jetzt vermutlich vor Spannung und wollt unbedingt wissen, was ich davon halte, richtig? Okay, bereit? Ich find's geil. So, ich hab's gesagt. Mich hat lange kein Spiel mehr so fasziniert wie dieses. Wenn ich jetzt nicht dieses Video machen müsste, würde ich gerade weiter zocken. Ich sehe zumindest bislang keine neue Definition des Schleichgenres und wirklich revolutionär ist hier eigentlich auch nichts. Aber was The Phantom Pain macht, das macht es ziemlich hervorragend. Bei mir hat es sehr schnell Klick gemacht. Ey, ganz im Ernst, ich glaube, ich werde demnächst mal die ganzen alten Metal Gear Teile nachholen. Ich will wissen, wie es hierzu gekommen ist und was das alles soll. Ich habe ja eh eine Schwäche für Pathos und daran mangelt es den Metal Gear Spielen ja nun wirklich nicht. Boss, and you can build the army that can do it. Just one thing, Kaz. This isn't about the past. We're fighting for the future. Vielleicht ist das alles im Grunde irgendwie bescheuert. Kann sein. Aber dann ist es auf eine absolut brillante Art bescheuert, die ich so wohl noch bei keinem anderen Unterhaltungsmedium gefunden habe. In Summe ist Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain wie kein anderes Spiel auf dem Markt. Und wie oft gibt es das schon? Eine Sache, die mir ziemlich schnell aufgefallen ist, ist diese. Das Spiel ist ziemlich clever darin, mir ein gutes Gefühl zu geben. Damit meine ich, dass sowohl Gameplay als auch die Inszenierung darauf abzielen, mir positives Feedback und Bestätigung zu geben. Manchmal explizit, manchmal unterschwellig. Es fühlt sich einfach gut an, Metal Gear Solid 5 zu spielen. Wenn ich eine feindliche Basis sondiere, fühle ich mich wie ein hochintelligentes und gefährliches Raubtier, das im Verborgenen lauert. Ein Raubtier mit Bart und Augenklappe. Sie wissen nicht, dass ich hier draußen bin, beobachtend, abwartend. Ich bin ein verdammter Schatten und ich liebe es. Wenn die ahnungslosen Wachen von einem einäugigen Phantom raunen, das angeblich gesichtet wurde, dann streichelt das einfach mein Ego. Ja, das Phantom ist real, das Phantom bin ich und dein kleines virtuelles Leben liegt in meiner Hand. Ich weiß, dass das ein ganz billiger und nicht mal sonderlich origineller Trick ist, den das Spiel hier mit mir abzieht, aber er wirkt und nur darauf kommt's an. Die Feinde haben Angst vor mir, meine Verbündeten nennen mich ehrfürchtig Boss und salutieren. Und wenn ich unentdeckt ein Lager infiltriere und eine Mission erfolgreich abschließe, ist das ohnehin ein absolutes Hochgefühl. Die Batman-Games machen ja zum Beispiel was ganz Ähnliches, aber in Metal Gear bedeutet es mir mehr, weil ich hier das Gefühl habe, dass ich dafür richtig arbeiten muss. Geschenkt wird mir hier nichts. Das gesamte Spiel ist eine einzige Allmachtsfantasie, und zwar eine verdammt gute. Da lasse ich mich gerne manipulieren. Ich war ohnehin überrascht, wie schnell ich das Spiel zu meinem Spiel gemacht habe. Den Aufenthaltsort von Geiseln oder irgendwelchen Bauplänen habe ich manchmal durch Befragung der Gegner rausgefunden, manchmal durch reines Glück. Und obwohl ich natürlich weiß, dass es bei Tausenden von anderen Spielern ziemlich genauso gelaufen ist, waren diese Momente meine Momente. Ach, wie clever und geschickt ich mich gefühlt habe. Übrigens ein ganz kleines Detail, was mir aber extrem gut gefällt. Anfangs versteht man von den russischen Unterhaltungen der feindlichen Soldaten kein Wort. Wegen Russisch halt.
Und ich dachte, meine Version wäre kaputt, weil ich extra Untertitel für fremde Sprachen angeschaltet habe. Aber nix kam, meine Verhöre waren völlig ergebnislos. Hä? Bis ich irgendwann die Mission bekam, einen Russisch-Dolmetscher zu extrahieren. Und siehe da, fortan kamen auch immer schön die Untertitel. Ich konnte meine Gegner endlich verstehen. Das meinte ich damit, dass man bei Metal Gear ein bisschen mehr arbeiten muss, dafür gefühlt aber auch mehr belohnt wird als in anderen Spielen. Ich habe etwas geschafft und dafür kriege ich jetzt sofort positives Feedback. Ich verstehe jetzt Russisch. Und ich bin einen Schritt näher am unaufhaltsamen Superagenten, der wirklich alles kann. Metal Gear, du cleveres kleines Luder. Now go! Let the legend come back to life. Apropos Mission, da hatte ich wirklich schon sehr viele Momente, in denen ich mit angehaltenem Atem vor dem Bildschirm saß. Wenn die Gegner nur Zentimeter vor einem ihre Patrouillen laufen und einen nicht sehen, dann ist das vielleicht nicht realistisch, aber eben verflucht spannend. Ich muss zugeben, da musste ich meine willentliche Aussetzung der Ungläubigkeit, was die Amis so griffig als Suspension of Disbelief bezeichnen, ein bisschen strapazieren. Auch im Jahr 2015 haben feindliche Soldaten die Aufmerksamkeitsspanne von dem Typen aus Memento. I can't make new memories. Diese Baby-Logik, wenn ich es nicht mehr sehen kann, ist es nicht mehr da, ist bisweilen schon ein bisschen lächerlich. Ja klar, das Ding muss ja auch spielbar bleiben, die KI kann nicht zu clever sein, weiß ich. Aber da hätte ich mir schon einen konkreten Lösungsvorschlag für dieses uralte Spieleproblem gewünscht. Das ist eine ziemlich große Herausforderung für einen Designer, ist mir bewusst. Aber vielleicht auch eine Chance, uns komplett wegzublasen, was das Verhalten von künstlicher Intelligenz angeht. Ich will eigentlich nur sagen, ich glaube, hier wäre mehr drin gewesen. Ach, wisst ihr was? Wenn wir schon dabei sind, handeln wir doch mal eben die Punkte ab, die in meinen Augen nicht völlig gelungen sind. Keine Angst, das sind nicht so viele. Die KI hatte ich ja schon erwähnt. Dann noch die Steuerung, da hakt's manchmal noch. Nicht nur, dass ich die Bedienung mit ihren vielen, vielen Button-Kommandos bisweilen etwas unübersichtlich finde, gelegentlich bewegt sich Kollege Snake dann doch nicht so intuitiv und butterweich, wie ich es gern hätte. Da bin ich hier die krasseste Ein-Mann-Armee seit Liam Neeson und dann komme ich nicht sauber um eine Ecke oder kleb an der Wand fest. Ah. Und zuletzt, ich bin nicht komplett überzeugt, was die episodische Inszenierung angeht. Jede Mission ist ja in sich abgeschlossen, mit Abspannen und allem. Auf der einen Seite wird es mir so leichter gemacht, schnell noch einen Auftrag durchzurocken, wenn mir gerade danach ist, unabhängig vom Storyverlauf. Auf der anderen Seite habe ich so aber auch nie so richtig das Gefühl, dass genau diese Story gerade total wichtig ist. Im überragenden Prolog werden mir schwebende Telepathen, brennende Männer und ein gottverdammter Wal aus Feuer um die Ohren gehauen. Und im eigentlichen Spiel arbeite ich brav eine Mission nach der anderen ab, ohne dass sich jemand noch groß Gedanken um den, ich sag's gerne nochmal, den Wal aus Feuer im Himmel machen würde. Ich weiß, dass Metal Gear Spiele in der Vergangenheit oftmals dafür kritisiert wurden, zu viel Story zu haben. Und Hideo Kojima wollte diesmal offenbar bewusst einen anderen Weg gehen. Aber so komplett geht diese Neuausrichtung für mich nicht auf. Ich bin sicher, dass sich am Ende alles irgendwie erklärt. Aber bis dahin mache ich so viel anderen Kram, dass ich schon halb vergesse, was dieses alles eigentlich war. Aber gut, wenn die Story mal weitergeht, dann mit einem Knall. Die mysteriösen Skulls sind wunderbar unheimlich. Von wegen Ballern, vergiss es ey, ich muss weg. Und ich glaube, ich bin ein bisschen in Quiet verliebt. Ich hätte es ja auch nicht gedacht, ne? Aber ich finde die großartig. Ja, ich weiß, dass sie lächerlich übersexualisiert ist und eigentlich würde ich jetzt so heftig mit den Augen rollen, dass mir Qualm aus den Augenhöhlen dampft. Aber irgendwie funktioniert die. Dass die Schauspielerin Stephanie Yeoston, die Quiet ihr Aussehen geliehen hat, im echten Leben wirklich ausnehmend hübsch ist, ist natürlich auch nicht von Nachteil. Aber es ist mehr. Wie so vieles in diesem Spiel fasziniert die mich einfach. Wer ist das? Was hat die für einen Auftrag? Wieso kann die sich teleportieren? Und warum erscheint manchmal zerlaufenes Make-up unter ihren Augen? Man hat das ja nicht so oft in Videospielen, dass man wirklich mehr über einen Charakter erfahren will. Oh, und es ist super, dass sie nicht spricht. Und bevor einige von euch jetzt an die Decke gehen, nein, das ist kein sexistischer Witz von mir und ich will damit nicht andeuten, dass wir auf Frauen stehen, die gut aussehen und dabei die Klappe halten, sondern was für eine Wohltat es ist, mal einen coolen, mysteriösen Charakter zu treffen, der mich nicht mit dummen One-Linern beballert oder mir ungelenk Handlungsbrocken vor die Füße bricht, sondern erstmal macht. Und Quiet macht. Selig die, die nichts zu sagen haben und trotzdem schweigen. Vielleicht wird der Charakter im Laufe der weiteren Story ja völlig ruiniert, dann stehe ich dumm da. Aber bis jetzt finde ich Quiet super. Über ihr Outfit kann man sich natürlich aber trotzdem streiten. Habe ich jetzt nur keinen Bock drauf.
Übrigens noch eine lustige Anekdote zu Quiet. Natürlich hat sie mich erstmal gut mit Schüssen eingedeckt und ich hatte keinen Schimmer, wie ich an sie rankommen sollte. Und dann bin ich auf die abstruse Idee gekommen, ihr eine Versorgungskiste auf den Kopf fallen zu lassen. Und zwar nur, weil mir exakt das selber schon früher im Spiel passiert ist. Ich habe natürlich nie im Leben damit gerechnet, dass das klappt. Quiet würde die Kiste einfach aus der Luft ballern. Aber was soll's, man kann's ja mal ausprobieren. Könnt ihr euch vorstellen, wie ich geguckt habe, als das funktioniert hat? Mein Gott, hab ich mich selber gefeiert. Ich kam mir so irre clever vor, als hätte ich das Spiel irgendwie ausgetrickst. Ich bin ein kleines, geiles Genie. Und dann habe ich mitbekommen, dass vor mir schon viele, viele andere Leute diesen ach so genialen Einfall hatten. Vielleicht ist das sogar die offizielle Methode, wie man diesen Bossfight gewinnt. Ich habe keine Ahnung. Und selbst wenn, ich will's gar nicht wissen. Aber für etwa 3 Minuten habe ich mich gefühlt wie der König der Videospielwelt. Und das kann mir keiner mehr nehmen. So. Ach, ich könnte noch so viel sagen. Wie organisch und authentisch und überzeugend das virtuelle Afghanistan wirkt, dass es sogar dem ewigen Wüstenprimus Red Dead Redemption Konkurrenz macht. Wie viel Spaß es macht, blöde Schafe mit dem Fesselballon in den Himmel zu fetzen. Blödes Schaf. Dass ich wirklich so unoriginell bin und den Walkürenritt in meinem Helikopter laufen lasse. Dass ich mich frage, wie groß meine Basis eigentlich noch werden kann. Und noch 1000 andere Dinge. Aber ich will langsam mal zurück zu meinem Spiel. Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain ist ein Triumph. Und als Schwanengesang von Hideo Kojima fühlt sich dieses vermeintlich letzte Kapitel der Metal Gear Saga genauso episch und faszinierend und einzigartig an, wie es sein muss. Ich glaube, ich werde noch zum waschechten Metal Gear Fan und will nachholen, was ich bislang verpasst habe. Und mir fällt echt kein größeres Lob ein, das man dem Abschluss einer jahrzehntelangen Videospielsaga machen kann. Natürlich ist auch dieses Spiel nicht perfekt, was ist das schon? Aber es hat etwas sehr, sehr Wertvolles, eine eigene Identität, eine Haltung. Eine Vision. Das imponiert mir zutiefst und dafür nehme ich gelegentliches Herumfummeln mit der Steuerung gerne in Kauf. Das hier ist im ganz wörtlichen Sinn ein Kunstwerk. Tja. Und jetzt entschuldige ich mich bitte, aber ich werde jetzt weiter zocken. Ich muss wissen, was es mit dem verdammten Wal aus Feuer auf sich hat. Boss, that's a serious injury. It won't heal on its own. You'll need to treat it with first aid.